Alright guys, today we're going to be reacting to a principal visit Albert II open miniature in Monaco. Wonder that special. This is from one of the, not a subscriber actually, this was from one of my YouTube's videos in the comment section. Somebody recommended this video. He only put the title, I guess they only put the title just to avoid his comment or her comment, delete it. Be deleted from YouTube. YouTube can be a, you know, a little bit pansy sometimes. I'm not gonna lie. My other channel, my second channel just got deleted. Why? No idea. Make sure you like to subscribe. You just can simply jump in. Let's go. Monaco ist eröffnet und es war grandios. Die Fürstenfamilie kam extra aus Monaco zu uns. Wir haben bis zum letzten Moment gedacht, das kann nicht wahr sein. Die kommen doch bestimmt nicht. Das ist alles ein Scherz. Sie kamen. Es war grandios. Schaut selbst. Hier ist die Eröffnung. Now it's the moment. Garrett is very, very nervous. Yes, it's an honor to have you here because 11 years ago we had the idea to build a Formula One race. And what's our next section? It's Monaco. So it was a perfect idea to do it here. But then we started. Look at all that stuff, man. That's crazy, my God. Folks, look at the detail. I swear by God, it looks, well, it is real, but it looks like a real thing that is alive. It's not even moving. Started to invent the thing. And it took 11 years. So it's a late opening because the modelers were ready. Oh my God, 11 years. He said that. It took 11 years. I'm telling you. We had 4 years ago. Everybody can choose a car. And you will be part of our first Monaco Grand Prix. Prince Jack is choosing the Red Bull. So it's the Kick Sauber for Princess Gabriella. Prince Albert is choosing the Ferrari. And the Haas is going to Princess Charlene. So now you see who got one, which position. On the pole position, it's Princess Gabriella. On the second position, Princess Charlene. On the third position, Prince Albert. And Prince Jack has to do much pressure to the other ones because he's on the fourth place. So, and the little kids. To be honest, at the most moments, I was sure it wouldn't work. Maybe I was wrong. We'll see it in the next minute. Three, let's see. 2, 1, 0, start. So, lights on. And it's lights out for the Monaco Grand Prix. Oh man, bro, miniature. Come on, the music, bro, come on now. The children game. Exactly this at the moment. You know the children game? You know the children are frightened about, and this is exactly this at the moment. You know the children? Yeah, it's just we watched some of the other videos about the Grand Prix and you know, some of the cars, the Formula One. They have a lot of problems. It's one of the hardest part of the Wonderland. It's just, I mean, these guys have my respect, man. They have my respect. There are three more there. What? I know. What? So Gabriella is in the lead, Princess Gabriella, and Princess Charlene is on the second place. Now they are going in the Mirabeau. The race takes 5 rounds. Princess Gabriella in the lead, followed by Princess Charlene and Prince Albert. Prince Jack is. Oh, I forgot the music is on. My goodness, man. On it, I see it. And maybe I overtake it. Well, maybe, maybe not. Okay, I'm gonna move a little bit farther here. This moment, we are on the final lap. I'm sorry, folks. I had to move it because of the copyright claims. Position. Okay. So, we have a winner. All right. Very nice.
perfect Formula One race needs a victory party. You will see it there. There we are. Yeah. First, you give the trophy to the winners, and then... Okay, so we have two trophies. You can... It's your trophy. Thank you. You can take both, or maybe, because it's a Trin Pro trophy. Here we go. Yes. The smallest trophy in the world. So, and I think we are now ready for a short winner ceremony. And we see it here. See? The podium. The podium. You can see it as well there. If somebody would have shown us these pictures, what we saw in this moment, we would have better sleep the last 5 years. Thank you very much. Yeah, that was a lot, man. Thanks. Impressive. Thank you so much. Not easy, that little card thingy. It's hard to pick something out because everything is done so incredibly well. But, some of the details of the yacht club and of the harbor and of the Milizia, the sailing boat. But also, around the F1 track, it's done in with such detail and such incredible precision. And then also some of the historical details, like the cathedral with the wedding of my parents. That's a nice gesture. Habe ich euch schon jemand kneifen kann? Das war so schön, mit diesen Vieren durchs Wunderland zu laufen. Wir hatten wirklich die Ehre, eine, ich glaube, 70, 80 Minuten lange private Führung, ganz alleine mit denen, durchs ganze Wunderland zu machen. Und die Kinder haben die ganze Zeit gelacht. Charlene hat mir die wirklich tollsten Komplimente gemacht für das Wunderland, dass sie sowas ja fast noch nie gesehen hat und so. Es war, ja, kneif mich mal. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war so schön. Und dann war das eigentlich im Nachhinein sogar ganz witzig, dass beim Start erstmal nicht alles geklappt hat und so, weil die Gags dazwischen so, ich glaube, es war Prinzessin Gabriella, die gesagt hat, I'm out, die sozusagen Panik gehabt, dass es ihr Auto war und so. Es war eigentlich alles perfekt. Und heute überschlagen sich die Medien weltweit. Wir kriegen schon aus anderen Ländern Feedback, dass es teilweise auf den Titelseiten ein Foto ist, weil es halt so ungewöhnlich ist, dass die ganze Familie irgendwo hinkommt und auch noch so einen Spaß zeigt und so. Ja, wir sind einfach nur dankbar. Anschließend kam noch... But I think you need to give yourself more credit, man. That what you're doing, you have no idea. I mean, it's a very difficult art, and I think it's come with the German tradition of building things for the longer, right? It's not this approach from modern American infrastructure, right? Everything just go up and down in a year, right? So this is more like you're still holding German culture in the Wonderland, in the miniature Wonderland. So give yourself more. Der rote Teppich, wir hatten zu einer Party geladen, eigentlich nicht so unser Ding, aber wenn schon Fürsten, dann muss das auch sein und er ist auch noch geblieben mit der Familie für die erste Zeit und so. Und da kam auch das ein oder andere Sternchen und Stern, also ja, schaut am besten mal selbst. What the hell is this person? Ja, I'm sorry, called music. Ganz kurz auf. Ah, the music. Geht da gar keiner hin, weil es langweilig ist, weil Formel 1 eigentlich nur eine Randgruppe ist. Wir wussten es nicht. Und deswegen haben wir Reaktionen eingefangen. Schaut selbst. Ich bin sprachlos. Echt super. Einfach klasse. Toll. Wie gefällt es dir denn? Gut. Was gefällt dir denn am besten an der Anlage? Die Formel 1. We're from the Netherlands. It's really impressive. I think the cars driving themselves and you're not seeing tracks, like, it's really cool. I love it. I think it's really cool, the technology behind it, with like the magnets in the cars, that they don't have to drive the same tracks and everything can steer separately. That really makes it, well, worth the details. Wir waren damals schon hier bei der Öffnung von Riola gewesen. Haben morgens schon vor der Tür gestanden und waren hier einer der Ersten, die über die Brücke gelaufen sind. Und da haben wir uns schon auf Monaco gefreut. Immer mal durch die kleinen Fenster gelunzt hier. Was this guy looks very smart, man. Let's get at least have a 135 IQ, at least. ...gebaut wird und natürlich den YouTube-Kanal gefolgt, Gerrits Tagebuch angeguckt und
haben uns immer darauf gefreut, wenn es endlich losgeht. Wir sehr beeindruckend, diese ganzen Farben, die kleinen Details, Figuren, was man überall entdecken kann, wie hier im ganzen Wunderland. Das ist total beeindruckend, dass wirklich jedes Rennen quasi anders laufen kann. Ist auch schön zu sehen, das hat noch ein paar Kinderkrankheiten, haben wir gerade festgestellt, aber es ist total super gut gelöst. Ja, es ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Wie reagiert denn das Publikum? Kommen wir überhaupt noch an die Anlage ran? Und wie machen wir Lautstärke-Einstellungen und sowas? Es ist tatsächlich... Look at his eyes, bro. Look at his eyes, man. Momentan alles egal. Einfach nur zu gucken. Einfach nur in die Gesichter gucken und sehen, ja, das ist, glaube ich, uns ganz gut gelungen. Nein, es ist ein Riesenstein, der mir vom Herzen fällt. Ich habe besser geschlafen heute Nacht. Hours of works, man. Props for you, man. Props for you, because, oh. Props to you. What am I saying here? Nacht war, die letzten Wochen waren doch sehr schlaflos und sehr hoch getaktet. Und ich muss zugeben, das hört man auch ein bisschen an meiner Stimme. Witzigerweise nach so einer extremen Stressphase, man merkt es immer erst hinterher, dass man vielleicht auch seinem Körper ein klein bisschen zu viel zugemutet hat. Aber das tröstet alles darüber hinweg, dass man hier einmal auf die Anlage gucken kann, die Autos sehen kann, es funktioniert und es begeistert. Und das freut mich sehr und deswegen, ich gehe sowieso gleich, glaube ich, früher schlafen als so die letzte Woche und werde vielleicht heute einfach mal keine Fehlersuche machen, sondern einfach nur hier stehen und den Leuten zugucken. Das ist absoluter Wahnsinn. Sowas ist nicht mehr zu toppen. Danach geht nichts mehr. Da geht nichts besser. Ich bin auch extra deswegen hier heute. Wie die so aufeinander achten, die Wagen, und wie die so voneinander abhängig fahren und beschleunigen, und es ist unglaublich, dass die Zuschauer auch nur fotografieren, wenn auch wirklich Autos da langfahren. Also ich bin sehr fasziniert von der Detailtreue, von den Liveries der Autos, die einfach exakt so sind, wie man sie auch im Fernsehen sieht. Eine Formel-1-Runde haben wir gesehen, die natürlich so wie immer üblich. Wir dachten eigentlich, wir können der Dutch Anthem entfliehen, aber auch hier ist das leider nicht möglich. Aber vielleicht in Runde 2 gewinnt vielleicht jemand anderes. Genau, vielleicht wird der Fluch mal aufgelöst und Charles steht mal ganz vorne auf dem Podium. Aber gut, auf Platz 3 war er jetzt im ersten Rennen. Also es ist schon eine Steigerung. Ich glaube, wir werden hier bestimmt 2 Stunden oder so verbringen. Dass die Anlage so läuft, dass die Rennautos so fahren, also hätte ich nie gedacht. Also ruckfrei, alles wirklich. Sag mal, dass die Anlage toll gebaut ist, das wissen wir von den anderen Sachen, aber so people really like it, man. Especially the Formula One, people like it because that is impressive. And then all the races are random, so you don't have like a precise winner all the time. I mean, not the same winner all the time. So a lot of these races are very random. Holmanöver, so that's good. Sound dazu is a different experience all the time. It's absolutely fantastic. Even the guy fixing the car is an experience. Detail. We saw some clips of it from before we came, so we had a heads up. But yeah, it's absolutely the detail and the scale. It's amazing. Yeah, it's absolutely. And the little jokes, they're very 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 nice. I think the most favorite thing is maybe the Segway scene. This is very funny. Okay. Good. Copyright. Let's see. Ein wenig mit diesen Reaktionen gerechnet. Es ist wirklich toll. Man steht davor, man traut seinen Augen nicht. Und wir hoffen, dass diejenigen, die noch nicht da waren von euch, sind ja sicherlich eine ganze Menge, irgendwann in nächster Zeit mal die Möglichkeit haben, das in live zu sehen. Man muss es in live gesehen haben. Also wirklich. This is the other guy. This is the brother, right? This is the other one. Gerrit und sein the Team. The one that was with the eyes very messed up is the other brother, this one. His eyes are messed up, but not as bad. Fantastische Arbeit geleistet. Ich als Bruder mit 2 linken Händen bin unfassbar stolz. Ich darf es immer euch erzählen, allen erzählen, was wir hier haben. Eigentlich habe ich aber nichts gebaut. Dementsprechend, ich bin so wahnsinnig stolz auf das Team. Vielleicht habt ihr ja bald mal die Möglichkeit, euch das selbst anzuschauen. Es ist live noch besser als im Video. Apropos Video, wir haben ja direkt nach der Eröffnung ein Video, ein ganz grandioses Video veröffentlicht. Ganz toll, für mich eines der besten Videos, das wir hier gemacht haben. Und das ist mit einer sehr besonderen Technik gemacht worden. Und da haben wir euch ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen zusammengeschnitten. Die seht ihr jetzt zum Schluss. Es ist nämlich Zeit, Tschüss zu sagen. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Es hat euch gefallen, diese Eröffnung mal so hautnah zu erleben. Für uns war es grandios. Wir werden das nie vergessen. Und jetzt habt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Hey, very good, man. The music, oh. But they need the music, that's the thing.
look at that little robot just moving. Oh my god, look at that. Looks amazing, man. Huge experience. 11 years, my god, bro. Like, 11 years, man. That's like 11 years of dedication. Man, I'm telling you, man. I'm telling you, when you put in this world for a purpose, it is for a purpose. Congratulations. You guys made a great advancement in modern arts, I would say. Keeping some of that German tradition of seeing things in the long run. And not for the short terms. Wow. Let me know what you guys see in the comment section below. I would love to hear you guys' opinion regarding this. And you guys are planning to just go and watch it. And just, you know, take yourself on a tour and just watch the Formula One in Monaco. The miniature of Monaco. Meantime, guys, I'll see you in the next one.